Max kommt, der Ehrenauftritt von Mauk von Ork, Mark Döder und den grünen Gnomen. Max, wann kommt der Ehrenauftritt? Dann muss er sich melden. Ist er dabei? Da muss der Marc sich melden. Machen wir nochmal Sport 1 Quiz. Na, ich mach das. Pass auf, warte ganz kurz. Warte, jetzt hier. Das war in Planung mit mir, ne? Weißt du? Sport 1 Quiz war in Planung mit mir, ohne Scheiß. Ey, das ist so ein Scheißdreck, ey. 3 Stunden spielen die Loks. Ich sag dir nach 2 Minuten, wo die Loks sind. Jetzt machen wir es mal so. Warst du das? Nee, das war hier. Trompetenkäfer. Am 31. Mai, du hast abends auf deinem Fernsehsender und ich habe am Abend auf meinem Fernsehsender mal gesehen. Hier, guck mal, Taunusblitz, morgen Bildschlagzeile. So geht's. Da gucken wir, wer mehr Zuschauer hat. Wann denn im deutschen Fernsehen gegeneinander senden wir? Wann denn? Na, am 31. Mai. Was denn da? Na, du bist arbeiten, ich bin arbeiten. Nee, am 31. Mai nicht. Doch. Wo denn? Na, im Haupthaus. Hä, du auch? Nee, ich bin auf dem richtigen Sport 1 Sender. Machst du Sport 1? Na klar, gegen dich. Ist nicht dein Ernst? Ist mein Ernst. Ich ruf den, wer macht's? Sascha? Hm? Ich ruf ihn an. Live. Geht er dran? Der Handyverbot bei mir, das wissen. Nein. Sag dem Sascha mal, ich ruf ihn an. Bei mir ist Handyverbot. Darf ich ihn anrufen in der Live-Sendung? Bei mir ist Handyverbot. Da mach ich mich doch tot. Weiter geht's hier. Max, wie viele Mitglieder hatte damals der 9 Live Gold Club? 9 Live Gold Club, das ist sowas. Wenn es nicht 40 Millionen waren, oder? Nein. 1000? Ich hab keine Ahnung. Platte 110, munteres Lockday beim Sportquiz. Ey, das ist so räudig. Wenn ihr, ohne Scheiß, wenn ihr, meine Fans kann man nicht sagen, wenn meine Mitstreiter, ihr seid Weggefährten, wenn ihr Sport 1 Quiz schaut, so einen Scheiß kann man sich nicht anschauen. Hä? Beste Sendung im deutschen Fernsehen. Hab ich jemals Sport 1 Quiz moderiert? Jetzt mal, also wirklich mal, ehrlich jetzt. Ja, ehrlich jetzt mal. Jetzt oder jetzt? Jetzt. Mhm. Dass wir da einfach auch die deutsche Sprache, auch kulturmäßig hier weiterkommen. Also Sport 1 Moment, ja? Ist doch schon ein Highlight, oder? Also schon lustig. Also deutsche Fernsehgeschichte. Jetzt, das Gute bleibt immer länger. 9 Live gab es 6 Jahre. Was? 9 Live gab es 6 Jahre? 10? Nee. Natürlich. 2003 bis 2013 hat er doch nicht mehr on air. Nein, wir haben doch auch 2001 angefangen, du Nase. 2001 bis 2011, okay. Ja. Sportquiz 10 Jahre. 2004, 2005 bis jetzt sind 16 Jahre. Und wo ist 9 Live? Moment. Weil ihr nur eine Sendung... Wollen wir uns betteln? Willst du etwa Sport 1 mit 9 Live dem ehrlichsten und anerkanntesten Quizsender Deutschlands, erster Quizsender Deutschlands, willst du mir irgendwas erzählen? Geht denn um das Format? Ihr spielt 3 Stunden Loks mit eurem Scheißdreck. Das stimmt nicht. Und wir haben Gewinner rausgeballert. Na, wir auch. Ach, wo denn? Also, wir können ja mal gucken in die Liste, wer mehr... Diskutiert er nicht mehr drüber. Ich auch nicht. Also, ich finde Sport 1 lustiger. So. Bachkipper 110, Dankeschön. Gibt einen Preis. Das Beste an Sport 1 war das große Autoquiz. Und wer hat's moderiert? Vor allen Dingen, dass du immer von... Bei Max, der redet immer von sich, vom Moderieren. Das war kein Moderieren, das war durchgehangelt und alles aufs Ohr gesagt. Das war überragend, was ich da abgeliefert habe. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Das war die Vase, ne? Micha, das war die Vase. Sorry, ich möchte mich davon distanzieren, dass ich gerade aufgestoßen habe. Was denn jetzt? Micha kennt mittlerweile jede Stadt in Deutschland. Ja, Freunde, ganz ehrlich jetzt. Bulls. Achtung, was schreibt der Bulls? Einer von euch beiden war doch auch bei den sexy Sportclips dabei. Nee, auf keinen Fall. Da habe ich gar nichts mit zu tun. Roulette bei Drückglück. PKG Twitch Stream. Roulette bei Drückglück. Die kennen alles. Die kennen alles. Und da sage ich euch mal eins. Wer war der Beste bei Drückglück? Wer war der beste Moderator? Wer hat die größte Show gemacht? Jetzt, ja, pass auf. Ich sag nichts. Ich musste jedes Mal hingeben, Max, jetzt machst du mal das, das und das. Ohne dem funktionierte gar nicht. Ich sage euch, wie es war. Wir haben uns getroffen. Am Anfang war es live. Wir haben ja Drückglück gemacht bei Sport 1. Und ich war der Hauptcast. Das war die Daniela. Gott. Oh. Nein, ich war der Hauptcast. Und der Norm war's. Der Norm war's. Wer schreibt das? Nee, er war der Hauptcast. So. Und wenn der Norm nicht konnte, dann haben wir dich genommen. Die erste Staffel war live. Mit Norm. Und wenn er nicht konnte, dann mit Max?
ey, Norman hat vielleicht 5 Sendungen gemacht. Ich habe das komplette Ding durchgebumst. Und jetzt hör auf, immer reinzukretschen. Ehrlich jetzt mal. Aber es macht mich sauer, nein. Aber 10, es waren 10 Sendungen, wenn er 5 gemacht hat, dann du die andere Hälfte. Nee, es waren 12. So, und danach waren Aufzeichnungen. Und bei den Live-Sendungen konnte ich natürlich immer agieren, weil die Regie und der Redakteur konnten natürlich nichts dagegen tun, wenn ich live irgendwas gemacht habe. Und als die Aufzeichnung kam, dann haben sie immer gesagt, wir setzen nochmal an, wir machen es nochmal. Nee, Max, das kannst du so nicht machen. Ne? Das hat ziemlich viel abgeschnitten, die Eier. Ziemlich viel Eier abgeschnitten bei der Aufzeichnung. Musst du sagen. So, wer war bei Drückglück der Beste? Der unterhaltsamste auch? Michael, ich will wieder mehr Sportquiz im TV sehen. Ist ja schon mehr geworden. Alles andere liegt ja nicht in meiner Macht. Bin auch dafür. Mehr Sportquiz, mehr Spaß. Max kenne ich seit 4, 5 Jahren. Autoquiz damals. Der hat das Autoquiz bei uns gemacht bei Sport1 und dann Drückglück. Und dann jetzt halt haben wir wieder vor einem halben Jahr zusammengefunden. Volks-TV gibt es nicht mehr. Volks-TV mit Lokomotiven? Keine Ahnung. Soll ich mir da was los? Chat. Was machst du? Ich habe geguckt, was da los ist. Ist Max auch so, wenn er nicht vor der Kamera steht? Ja. Das ist das Problem. Was sagst du zu einer Sportquiz-Show mit Max? Er war ja immer bei uns. Wenn sie es anbietet, dann würde ich das schon mal ankurbeln. Aber das würde ja auch heißen, mit ihm arbeiten und ihn unter Kontrolle kriegen. Und das ist mega schwer. Kommt mal wieder Knossi zum Sportquiz. Der war zwischendurch noch mal da. Und also wenn ich mal treffe, dann will ich natürlich festnageln. Und dann wird das schon schnell gehen. Da ist der nicht so, der Knossi. Wieso besteht das Sportquiz nur noch aus einem Moderator und einem Redakteur? Also du, sind das Kosteneinsparungen? Ja, ich bin eh nicht so teuer wie früher bei den Läuft die Leute. Und es gibt ja nur noch 3 Wieso sind es auf einmal 94, du Arsch? Naja. Warum sind es auf einmal 78 jetzt wieder, ne? Krass, von 94 auf 78. Max, mach mal eine Runde Sportquiz. Gucken wir mal. Ich mach Sportquiz. Eine Sportquiz-Sendung mache ich. Wenn der Sascha mal krank ist, ne? Aber es wird anstrengend für mich, ne? Würdest du... Zum wievielten Mal wirst du 37? Das ist ja ekelhaft. Na, zum 3. Mal, kann man ehrlich sein. Würdest du beim Sportquiz, wenn du da hinkommen würdest, würdest du dann alles machen, was ich sage? Oder würdest du dann so sein wie bei 1, 2, 3? 1, 2, 3? So wie bei Non-Live. Da gehe ich Vollgas. Bei Sport 1... Also würdest du dich nicht führen lassen vom... Ich reiß das Studio rein. Ich reiß das Studio ab. Wenn du mir eine Sendung gibst bei Sport 1, ja. Eine... Dann geht das hier rein, ich reiß das Studio auseinander. Aber du willst schon, dass da alles gemacht wird, was ich sage, eigentlich? Keinen Fall. Micha, du warst dabei. Wir hatten ein Sport 1 Event, wo die E-Sportler von Sport 1, von Schalke und von ich weiß nicht wo. Und Nico war der Beste. FIFA gespielt haben. Und ich habe gegen einen Bundesligisten FIFA zur Halbzeit 0-0 gespielt. Zur Halbzeit. Wie lange? Ja, zur Halbzeit. 2x4 Minuten. Und danach? 8-0. ja, schwör. Da hat der Drecksack Gas gegeben. Max, spiel beim Sportquiz, dann bitte Tiere mit einmal Haar. Auf jeden Fall spielen wir das. Pass auf, Micha, du versprichst mir jetzt eins. Guck mal her. Du versprichst mir jetzt eins. Ich werde dieses Jahr, ich werde das vorher ankündigen bei Insta, ich werde dieses Jahr eine Sendung Sportquiz moderieren. Und ich mach's umsonst, ist mir scheißegal. Und dann werden wir Tiere mit einmal Haar spielen. Aber ich schwöre, dass wir es machen. Dann musst du aber auch gleichzeitig Regie machen. Versprich es. Weil ich bin nicht da. Warum nicht? Na, ich habe Angst. Wie, du hast Angst? Ich bin es nicht gewohnt, wenn... Wenn da jemand Habicht sagt, ne? Pass auf, wenn ich Sportquiz mache und wir spielen ein Team mit einmal H und es sagt jemand Habicht... Aber offene Runde. Wird, ja natürlich offen, dann wird das Ding auseinandergenommen. Das komplette Studio. Es wird auseinandergenommen. Habicht, wenn ich dann beim Sportquiz Tiere mit einmal H spiele und sagt einer Habicht... Gottes Willen, ey. Gottes Willen. Genau, dann habe ich so ein Regal mit Vasen und immer wenn jemand Habicht sagt, schmeiße ich so eine Vase ins Studio. Das darfst du bei uns nicht. Das darf ich bei euch nicht. Na, wir sind Fernsehsender.